Als ich 7 war, habe ich gesagt, wenn ich mal groß bin und die Möglichkeit habe, dann werde ich die Hunde von der Straße alle retten. So. Ja, so habe ich das gesagt und das ist nie aus meinem Kopf gegangen, nie. Und genau das hat Marina Jovanovic auch in die Tat umgesetzt. Sie rettet Hunde und das schon sehr lange. Vor 1,5 Jahren hat sie zusammen mit Annalisa Winzen einen eigenen Tierschutzverein gegründet, Save a Dog Germany. Wir sind unabhängig, das bedeutet, dass wir auch wirklich da helfen, wo Not ist. Ja, wir fixieren uns nicht, sage ich mal, auf eine Stadt, auf ein Land, auf ein Shelter, sondern wir schauen, wo Not ist und da wollen wir dann auch frei entscheiden und frei helfen. Der Verein ist noch relativ klein. Das heißt, fast alles wird von Marina und ihrem Team selbst organisiert. Auch die Rettungen aus Tötungsstationen im Ausland. Und gerade die sind immer sehr schwierig und können auch gefährlich werden. Also wir haben schon wirklich viele Fälle gehabt, wo wir uns auch mit denen gestritten haben. Wenn wir in eine Tötung gehen, müssen wir uns auch dahinstellen, lächeln, damit wir die Hunde auch wirklich rauskriegen. Und eigentlich blutet uns das Herz. Wir hatten eine Hündin, die hat zum Beispiel die 10 Schüsse abbekommen. Wir standen da, wir wussten nicht weiter. Wir haben gezittert. Wir dachten, wie schaffen wir das jetzt? Wie helfen wir das? Der Mann hat uns angegriffen. Also das war schon eine Situation, die war ganz, ganz schwierig. Ja. Doch für die Tierschützer lohnt sich der Einsatz jedes Mal, auch wenn sie sich selbst dabei in Gefahr begeben. Die Hunde sind ihnen das immer wert. Und bei diesen Bildern kann man das wahrscheinlich gut nachvollziehen. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Doch zum Glück gibt es dank Marina und ihrem Team oft ein Happy End für diese Hunde in richtigen Familien. Dann sieht man ihnen ihre grausame Vergangenheit kaum noch an. Und diese Tierliebe von Marina hat auch schon auf ihre Tochter Alexandra abgefärbt. Mit ihren 11 Jahren weiß sie schon ganz genau, dass sie mal Tierärztin werden will. Natürlich, um zu helfen. Eine Sache liegt Alexandra ganz besonders am Herzen. Ich wünsche mir, dass Menschen mit den Tieren so umgehen, weil man sollte, also lieb umgehen, weil man sollte sich vorstellen, dass man selber das Tier ist, geht und sich in ihre Lage versetzt. Und das kann man doch einfach mal so stehen lassen.